Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. So, lasst uns mal reinschauen, wie die aktuellen Energies hier sind. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften, was darf ich heute Schönes erzählen, was könnte hier, wichtig, oh je, ich soll sie nicht nehmen, ne? Okay, wir fangen langsamer an. Ich nehme diese Karten nicht, tatsächlich, weil die sehr unruhig sind. Ich habe das Gefühl, ich sollte andere Karten verwenden. Ja, so ist das. Ne? Bringt ja nichts. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Ne? Ich hoffe, dass das jetzt keine intuitive Message ist. Ne? Mit, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Lieber Gott, gib mir mal bitte eine Message. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Das heißt, als allererstes, was ich hier oben jetzt gerade lege, ist die Hauptenergy, also das, was jetzt so ein bisschen hier rumkreucht und fleucht. Jetzt als nächste Partie schaue ich einfach mal auf dich selbst persönlich, wo die Energien so hinführen, samt der Hauptenergy. Und zu guter Letzt schaue ich auf die Beziehungsdynamik. Das heißt, wenn du auf einen bestimmten König, auf eine bestimmte Königin schaust, was ist da bei euch so los? Was könnte jetzt vielleicht wichtig sein, was ich hier für dich legen darf? Dankeschön. So. Unterm Kartendeck haben wir, den König der Münzen. Meine lieben Männers, münzt das auf euch um. Dann ist das hier die Königin der Münzen. Ja? Ich packe die Karte hier erstmal beiseite, weil die ist auch immer noch mal sehr signifikant. Hier geht es speziell erstmal um einen Mann, ne? wie ich eben schon gesagt habe, oder eben um eine Frau. Und das könnte jemand sein, der ein Erdelement inne hat, ja, das heißt Steinbock, Jungfrau oder eben Stier. Und hier geht es auch um Zuverlässigkeit, um erdverbunden sein und um zu genießen. Jetzt habe ich eine kleine Blockade, merkt ihr gerade selbst, aber ich versuche intuitiv reinzuschauen. Irgendwie hat es hier etwas mit einem treuen, warmherzigen und gutmütigen Mann zu tun. Ja, oder eben mit einer treuen, warmherzigen, gutmütigen Frau. Und das ist jemand oder es ist eine Person, die wirklichkeitsnah ist. Also das heißt, hier ist jemand für dich vielleicht auch bestimmt, der dir die Träume in die Realität bringt. Ja, also hier ist jemand für dich bestimmt, wo du wirklich das Gefühl haben könntest, hey, das passt. Hier sind keine Illusionen, hier ist nichts toxisch. Es könnte jetzt noch auf dich zukommen, mein Hase, ja? Oder einige wissen das eben schon. Die spüren schon, hey, das ist ein toller Mann, das ist eine tolle Frau, weil mit dem oder mit der kann ich meine Vorhaben wirklich beharrlich verwirklichen. Jetzt schauen wir mal auf die Hauptenergy hier oben. Da haben wir hier die Herrscherin. Die Herrscherin. Hier geht es einmal um Wachstum und um Lebendigkeit. Vielleicht auch um Zuwachs und eine neue Beziehung tatsächlich.
Ja, hier gibt es oder hier geht die Energie in neue Einsichten über. Und wo man, ich weiß nicht, die Herrscherin, das ist ja vom Archetyp her, ist das ja die Mutter. Und hier betritt man fruchtbaren Boden. Es kann tatsächlich auch möglich sein, dass es hier für einige um eine Schwangerschaft geht, mit einem bestimmten Mann, mit einer bestimmten Frau. Ja, und auf jeden Fall, was hier dazu kommt, ist einmal Zuwachs oder eben eine gänzlich neue Beziehung. So, da wollen wir mal weiterschauen. Hier haben, oh, also wir haben hier die 7 der Münzen. Also hier ist es wirklich so, dass eine Verbindung sich tatsächlich vertieft. Und auf lange Sicht, ne, das ist hier wirklich wie typisch eine Schwangerschaft, die ich hier sehe. Man kann ja auch etwas schwanger tragen. Es könnte vielleicht sein, dass hier jemand ein bisschen mehr mit dir vorhat, mein Engel. Und du weißt es vielleicht nicht. Also ich habe hier einen Mann drin, der ist nicht abgeneigt, hier eine Familie zu gründen. Weil die 7 der Münzen steht tatsächlich auch für eine Schwangerschaft, für Stabilität und für Wachstum. Also irgendwie könnte es sein, dass hier jemand vorhat, jetzt nicht zwingend mit dir eine Familie zu gründen, was natürlich auch möglich wäre, dass hier jemand mit dir eine Familie gründen möchte. Es kann natürlich auch eine Patchwork-Familie sein, ne? Es kann natürlich für all die sein, die noch keine Kinder haben, dass hier jemand sich auch vorstellen kann, mit dir wirklich ein Kind zu bekommen. Und das ist aber eine Sache, die hier eben noch ein bisschen dauert. Aber das ist hier Schwangerschaft, ne? Also man hat hier, man trägt etwas schwanger, etwas reift hier in jemanden heran, vielleicht ein Vorhaben, vielleicht irgendeine Entwicklung selbst, die man sich mit dir vorstellen kann. Ja, und das können natürlich auch Geduldsproben sein einfach für euch und Erkenntnisse, die hier langsam ranreifen, mit dir selbst als Person. Wenn man dich jetzt hier als Herrscherin sieht oder als Herrscher, dann reift hier in jemanden eine Erkenntnis immer mehr heran, dass man mit dir eine Verbindung vielleicht immer mehr intensivieren möchte. Oh, jetzt haben wir hier die 4 der Kelche. Okay, die 4 der Kelche ist ja wieder so ein bisschen das Gegenteil davon. Oh, okay. Also das ist ja dann mehr wieder diese Krise des unerfüllten Lebens. Puh. Also kann es sein, dass hier jemand unglücklich ist, weil man genau das vielleicht eine lange Zeit nicht erfüllt bekommen hat von einem Mann, der ja sehr wirklichkeitsnah ist. Aber die Energie steht hier eben wirklich drin, ne? Weil Ziel dieser Karte ist es ja aber auch, eine neue Lebenseinstellung und einen neuen Schwung mit sich zu bringen. Ich würde es gar nicht so negativ sehen, weil das sind hier zwei wunderschöne Karten, die denen hier überwiegen und die ja schon irgendwo aufzeigen, dass man vielleicht auch mal einen anderen Weg in Erwägung ziehen sollte, zusammen mit dir. Ja, dass man eben nicht nur irgendwo immer wieder die gleiche Schiene fährt. Ja, und hier heißt es ja auch, dass man die Augen für greifbar nahe Chancen offen halten sollte. Und dass man nicht hier irgendwo in Unlust verfällt und in Verdrossenheit, sondern dass die Chance ja da ist. Genau das hier, ihr habt in dieser Verbindung mega Potenzial und das weiß er. Und es kann tatsächlich sein, dass man manchmal ein bisschen träge ist. Ne? Das würde ja hier super passen zum König der Münzen.
Ich sage jetzt mal nichts gegen euch lieben Stiere, aber ich kann euch sagen, mein Mann ist auch Stier. Und ne, da ist manchmal so ein bisschen, oh, kein Lust, ne? Oh, ein bisschen rumgammeln und so weiter. Und da kann es manchmal sein, dass wenn man eben zu sehr im Genuss ist, da die Energie fehlt des Vorantreibens einer gewissen Situation. Ja. Und hier ist es so, hier ist viel möglich, aber man ist manchmal so ein bisschen fauli, das alles so in die Tat vielleicht umzusetzen. Ich würde es jetzt gar nicht zu krass irgendwo deuten. Ja. Es kann aber auch sein, dass hier jemandem klar wird, dass eben wie schon beschrieben, ein etwas im Leben unerfüllt ist. Etwas hat sich hier noch nicht erfüllt. Und das kann sein, das kann etwas mit einem Kinderwunsch zu tun haben, das kann etwas damit zu tun haben, dass man eine wunderschöne Verbindung wirklich auch in die Realität bringt. Aber ich muss eben nochmal betonen, es kann tatsächlich sein, dass hier jemand merkt, ich sollte eine neue Haltung zu dieser Verbindung oder generell zum Leben einnehmen und neuen Schwung in eure Verbindung hier reinbringen. Ne? Jetzt schaue ich mal bei dir, mein Hase. Bei dir ist die Hohepriesterin. Der König der Kelche. Und wir haben hier den Page der Kelche. Hier ist eine ganz besondere Person. Aber es geht auch um Herzöffnung, tatsächlich. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt mal hier The King in der Mitte. Ich habe auch das Gefühl, hier kommt jemand auf dich zu und will sich wirklich mit dir wieder versöhnen. Vielleicht auch aus Gründen, warum, weil man hier mit dir vielleicht noch nicht das ganze Paket durchgenommen hat, weißt du? So weit seid ihr hier irgendwo noch nicht, ne? Ich habe bei dir speziell die Seelenverwandtschaft, ich habe das Verstehen, das Verständnis und ich habe auch die Fürsorge, ja? Und irgendetwas, eine innere Stimme sagt dir etwas, aber so richtig hörst du es nicht, weil es dir vielleicht so rätselhaft vorkommen könnte. Irgendetwas ist so ein bisschen rätselhaft, mein Engel. Ja. Und es ist so, dass dich hier schon jemand sehr berührt. Vielleicht ist auch dieser Mann beziehungsweise diese Frau dir irgendwie rätselhaft. Ja, aber es ist so, dass er dich hier auch versteht. Er versteht dich und er merkt auch diese Seelenverbindung. Aber es kann eben auch sein, dass hier jemand eher ein bisschen verschwiegen ist, dass du nicht so richtig durchblickst bei ihm, ne? Und das könnte auch der Grund sein, warum. Ich habe hier so das Gefühl, das ist eine tolle Verbindung hier. Hier trägt man etwas schwanger. Aber man versucht Schwung reinzubringen, aber man ist noch nicht am Ziel angekommen. Ne? Und es gibt da noch irgendetwas, wo du nicht so richtig durchblickst bei einem bestimmten Mann hier. Ja? Also. Es ist interessant, weil wir haben zwei Könige hier drin. Es gibt jemanden, da geht es wirklich darum, genau sich diese Träume zu erfüllen. Und dann ist hier eher ein gefühlvoller und fürsorglicher, zärtlicher Mann. Es kann tatsächlich sein, dass das genau der gleiche Typ, die gleiche Kirsche ist und er jetzt wirklich vorhat, alles in die oder sie alles in die Wirklichkeit zu bringen. Und für dich ist hier jemand gefühlt ja doch ein sehr fürsorglicher und zärtlicher Mann. Ja? Jemand, wo du spirituelle Erfahrungen gesammelt hast. Ja? Vielleicht auch
dass er hier spirituelle Erfahrungen zusammen mit dir schon gesammelt hat. Ja. Und es kann sein, dass hier jemand jetzt, der ja sonst immer so ein bisschen geerdet ist, vielleicht wirklich aus dem Verborgenen, ne, mit der Hohepriesterin und dem Buch in der Hand ist ja etwas im Verborgenen. Kann es sein, dass hier genau er emotional aus sich herausgehen wird und zu deinen und zu seinen Gefühlen dir gegenüberstehen möchte? Das heißt, jemand kommt hier in eine weiche Energie auf dich zu. Und möchte dir hier irgendwie die Gefühle gestehen. Ja, weil es ist ja hier in deinem Feld. Weil man das alles vielleicht noch nicht verwirklicht hat, was ja scheinbar ja total da ist. Ja, was ja, es ist ja mega hier mit der Herrscherin und also pff, ich sag ja, jemand brütet hier gefühlt etwas aus. Und es ist so, dass es tatsächlich möglich wäre, dass hier jemand ist, der dir tatsächlich auch einen Heiratsantrag macht, falls du hier jetzt wirklich schwanger sein solltest. Ja. Möglich wäre es aber auch, dass hier jemand einfach aus sich jetzt rauskommt, sich mit dir wirklich versöhnen möchte und man irgendwie auch versucht, dich innerlich zu berühren und alles zu wandeln. Das ist eine sehr schöne Energie. Ja. Und jemand möchte gern diese Chance nutzen, dir vielleicht auch einen Kompromiss machen, dass ihr damit, was hier los ist, in den Frieden gehen könnt. Also das heißt, rechne damit vielleicht auch, warum dass dir jemand sagen könnte, warum ihr bisher noch nicht so weit gekommen seid, wie es tatsächlich ja hier möglich wäre, weil es ist echt eine richtig schöne Verbindung, muss ich wirklich sagen. Also hier kommt jemand aus sich heraus und möchte dir hier irgendwie schmeicheln, irgendwie eine freundliche Geste bringen und dich auch auf gewisse Art und Weise auch hier glücklich machen wollen. Was haben wir denn hier im blinden Fleck? Ah, da haben wir den Hierophanten. Hier geht es auch wieder ganz viel um Einsicht und um Vertrauen und um Gewissheit. Also es könnte sein, dass er hier vieles jetzt besser versteht, dich hier besser versteht. Ja, und es ist auch eine Schutzkarte. Also jemand könnte sehr einsichtig werden, weil man dich irgendwie vielleicht hat in der Luft hängen lassen. Das kann auch möglich sein. Weil irgendein Plan noch nicht in die Realität umgesetzt worden ist. Und tatsächlich steht der Hierophant auch für eine gemeinsame Hochzeit. Ja, also ich habe hier was Großes drin. Es muss jetzt nicht sein, dass sich hier alle verloben, Kinder bekommen und jetzt heiraten werden. Ne? Man kann es auch ein bisschen anders deuten. Denn es kann auch einfach um diese spirituellen Geschenke gehen, weil wir haben hier spirituelles Wachstum, dass hier jemand eben sich da erhofft, wenn man jetzt doch seinen A bewegt, dass ihr euch wieder gegenseitig vertrauen könnt. Also irgendwie möchte man dir etwas Gutes tun, dass ihr wieder hier mehr Vertrauen habt. Und da fängt man damit an, sich hier auch emotional dir gegenüber mehr zu öffnen. Ihm wird auch klar, dass man den Sinn des Lebens vielleicht wirklich mit dir jetzt gefunden hat. Ja, das wird ihm oder ihr hier scheinbar auch klar. Und dass man für sich selbst auch seine eigene Wahrheit gefunden hat. Vielleicht auch mit dir. Lasst uns mal schauen. Oh, wir haben hier die 9 der Schwerter. Ja, hier hat jemand auf jeden Fall Gewissensbisse. Das ist klimperklar.
Gewissensbisse darüber, dass man dir diesen Sinn noch nicht oder die Sinnhaftigkeit noch nicht erzählt hat, noch nicht gegeben hat. Ja, und man bereut hier auch Dinge. Ja? Aber es ist auch so, dass man den Weg der Angst gehen will und wenn nötig auch wirklich diese Reue zeigt dir gegenüber. Also ich nehme so wahr, jemand bereut, wie man mit dir umgegangen ist. Es wäre tatsächlich nicht auszuschließen, dass man dich geschwängert hat. Das ist jetzt eine kleine Gruppe hier. Und dass man dich vielleicht auch hat sitzen lassen. Aber da kommt jetzt etwas, jemand auf dich zu, dass man das hier jetzt mega bereut. Gleichzeitig aber auch, dass man in dir die Liebe entfacht hat, dass in dir wirklich Liebe entstanden ist. Ne? Einen kleinen Samen der Liebe hat man gesetzt und es wurde immer mehr, immer mehr. Aber man hat das nicht angenommen. Und jetzt kommt hier eine große Reue auf dich, auf ihn zu und man hat Angst. Aber man wird den Weg gehen, um dir das alles mitteilen zu wollen, um wirklich mal aus den Herzen zu sprechen. Weil es sind qualvolle Gedanken, die hier jemanden martern, weil man merkt, dass du vielleicht auch das Vertrauen in ihm, in ihr verloren hast. Aber gleichzeitig spürt man ja, dass du am Ende der Sinn bist für sein spirituelles Wachstum. Ja? Und naja, du hast hier jemanden vielleicht auch zum Mann gemacht. Du hast hier vielleicht auch jemanden erstmal zu einem bodenständigen Mann gemacht. Oder du hast jemanden wirklich zur Frau gemacht, zu einer bodenständigen Frau. Und man erkennt so langsam den Sinn dahinter mit dir und die pure Wertschätzung hier für dich. Ja. Guck mal, und hier zusammen mit den 8 der Münzen will man ja jetzt wirklich tatsächlich loslegen. Auch wenn man manchmal faul war und nicht wirklich hier sein A hochbekommen hat, will man jetzt wirklich damit beginnen, neue Impulse zu setzen, einen neuen Start in die Verbindung zu dir zu bringen und dass hoffentlich eine neue Phase zusammen mit dir hier möglich ist. Und man möchte diesmal mit dir einen aussichtsreichen Neubeginn erschaffen. Und das finde ich wunderschön. Das geht dann auch in Resonanz mit diesem geerdeten König hier. Also man möchte etwas in Aussicht bringen, ja? Etwas, womit du wirklich etwas anfangen kannst, was man dir hier zu bieten hat. Ja, und nicht irgendetwas, was in der Schwebe ist. Also Dinge, die in der Schwebe hängen, sollen aufhören, in der Schwebe zu hängen, sondern das soll eben jetzt wirklich auf die Erde gebracht werden. Und das finde ich wirklich sehr schön. Welches Portal darf sich denn dafür öffnen? Welches Portal darf sich denn dafür öffnen? Guckt mal, die 3 großen Arkanen, ne? Das ist der Wahnsinn, also. Und wenn du jetzt mal hier schaust bei ihm, er denkt auf jeden Fall eine solide Basis mit dir und in ihm zermartert ihn so die Reue, die Schuldgefühle, die man hat. Weil man dich nicht ganz angenommen hat, sage ich mal so. Oh, die höhere Herzaktivierung. Wie krass das passt, ne? Deckung fallen lassen, göttliche Liebe, dein Herz ist geheilt. Wahnsinn, wie das passt. Also es wird wirklich so sein, dass er seine Deckung fallen lässt, so wie es hier steht. Das ist mega, wie die Karten hier stimmen und es ist eine göttliche Liebe und dein Herz wird dadurch wirklich heilen, weil hier jemand gefühlt auch zur Vernunft kommt, ne? So nehme ich das auch wahr. Es ist so, als ob hier jemand gefühlt zur Vernunft kommt. Oh, Wahnsinn, also eine höhere Herzaktivierung, also jemand, oh, jemand zeigt hier Reue, jemand tut hier etwas sehr leid. Dass man dich irgendwie so hat hängen lassen. Wow.
Und jemand versteht es auch jetzt immer mehr, ne? Wie man selber drauf war in deine Richtung. Dazu nehmen wir noch die Engel der Liebe. Also hier dreht sich jemand, hier ändert sich jemand, aber ins äußerst Positive. Was darf ich hier noch erzählen? Für die höhere Herzaktivierung, die göttliche Liebe. Dein Herz wird jetzt heilen. Also der bringt dir hier wichtige Botschaften. Wow, guck mal. Der weiß, du verdienst es, geliebt zu werden, ne? Du bist liebenswert und ja, hier sind Zeichen, Zahlen. Man denkt immer wieder an dich. Am Ende bist es wirklich du, mein Engel. Ja, man rafft das irgendwie. Man rafft es einfach, dass du ein liebenswerter Mensch bist. Und irgendwie könnte man etwas getan haben, was man mega bereut. Und jemand visualisiert hier auch, damit. Ja, jemand hat irgendwelche Visionen jetzt mit dir, ne? Das ist das, was ich hier zu Eingang schon gesagt habe. Irgendwas plant man hier mit dir, weil man weiß, dass du es verdient hast. Ja. Was plant man denn mit dir? Darf ich da meine Message bekommen? Was nehme ich denn da für Karten? Ich nehme mal die Tarot. Kriegt man da eine Message raus, was man mit dir plant? Oder darf das jetzt noch niemand wissen? Was plant denn hier jemand wirklich? Weil du es verdient hast, geliebt zu werden, ne? Was plant man hier denn jetzt am Ende des Tages wirklich mit dir? Weil du es verdient hast, geliebt zu werden. Oh, das Ass des Wassers. Ja, man will die Verbindung wieder aufleben lassen zu dir. Wow. Das Ass des Wassers. Also man hofft, dass es noch mal eine Chance gibt mit euch, dass die Liebe wirklich noch mal aufflammt und dass diese Beziehung, die ihr hier vielleicht wirklich schon miteinander hattet, dass das noch mal auflebt. Auch hier wieder spirituelles Wachstum und eine gesteigerte Intuition, aber man plant auch mit dir ein neues Zuhause. Das ist wie hier oben. Das, was man dir nicht gegeben hat, will man dir jetzt geben. Das Gefühl bekomme ich, weil man etwas mega bereut, wie man mit dir umgegangen ist. Vielleicht hat man dich auch wirklich sitzen lassen. Also, boah, hier will dir jemand jetzt gefühlt alles geben. Kann das sein? Okay. Dazu noch mal in die Akasha-Chronik. Hier will dir jetzt jemand alles geben. Man plant mit dir ein neues Zuhause. Guck mal, die Sorgen. Man will, dass du die Sorgen loslässt. Und man will, das ist ja der Wahnsinn. Man will, dass deine Energie auf eine höhere Schwingungsenergie kommt, auf eine höhere Schwingungsebene kommt, aber man will einfach, dass du deine Sorgen loslässt. Man will, dass du dir keine Sorgen mehr machst. Was diese Verbindung auf sich hat, was das mit diesem Vertrauen hier auf sich hat. Vielleicht hat das Thema hier wirklich auch etwas mit Kindern zu tun. Und das will man nicht mehr. Man will wirken, man bereut hier vieles und kommt hier auf dich zu und macht jetzt alles irgendwie anders. Mega, 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 mega. Jetzt mal speziell für dich vielleicht noch eine Karte aus dem Seelenpartner-Orakel. Große Reue, große Versöhnungsenergie, Herzöffnung. Boah. Neue Chancen. Neu starten. Oh, körperliche Berührung ist wichtig. Für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Guck mal. Er will deine Hand küssen, beziehungsweise sie will deine Hand küssen. Ja, jemand
Ist auch nicht abgeneigt, wieder mehr Zärtlichkeiten mit dir austauschen zu wollen. Das ist hier für jemanden auch wichtig. Aber hier geht es nicht darum, dass es nur ist, ne? Sondern hier geht es wirklich darum, dich vielleicht auch zu erobern. Körperliche Berührung ist wichtig. Für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Also da würde ich hier ganz zart anpacken, mein Hase. Aber mal so richtig ganz zart anpacken hier. Ja, du fehlst hier jemanden, ne? Das ist wow, also das ist wirklich stimmig hier heute, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich stimmig. Hier will man das etwas Neues in die Realität bringen. Zeit des Nachdenkens. Also aktuell könnte es noch so sein, dass das alles seine, ihre Gedanken sind, aber man nimmt sich Zeit dafür. Ne? Wir haben ja da oben auch die 7 der Münzen. Hier kommt irgendwas mit Geduld, geht hier etwas immer mehr voran. Oh mein Gott, aber wir haben wirklich die Überfülle. Ne? Also der denkt hier wirklich drüber nach, hier vor deiner Tür zu stehen, die große Liebe. Dass du die große Liebe wirklich bist am Ende und lass sie herein. Aber man denkt wirklich darüber nach, also man weiß, dass du die große Liebe bist, die hier vor der Tür steht oder auch nicht vor der Tür steht, aber ne, man weiß das und man bedenkt hier jetzt alles, weil, weil es halt so ist, ne? Und man wird dir das jetzt alles sagen und Schritt für Schritt mit dir vorangehen wollen und vielleicht wirklich ein neues Zuhause mit dir haben wollen. Wow, meine Lieben, was für eine Legung. Ich lasse es so stehen, ne? Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.